Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin der Christian, ihr seid bei Just Christian und heute wollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ihr wisst, jedes meiner letzten Videos gefühlt habe ich begonnen mit, ja, Xiaomi flutet den Markt und ja, Xiaomi wieder, Xiaomi hier, da und hier und da. Und jetzt hat diese Krankheit auch die Subbrand Poco betroffen. Ja, ich weiß, Poco hört das nicht gerne, die wollen ja gerne so eigenständig sein. Und die bringen gefühlt so viele Kinder hier auf die Welt, da werden die wollen die ist echt ein bisschen neidisch. Ich habe jetzt hier fast alle aktuell zu kaufenden Poco-Geräte. Es fehlt mir das M3, aber ich habe das M3 Pro, ich habe das X3 NFC, habe das X3 Pro und habe das F3 am Start. Alle! Bis auf das M3, aber das war auch so ein bisschen... Ja, okay. Ich will mit euch einen kleinen Vergleich machen, eine kleine Kaufberatung und dass ihr zum Ende wisst, was ihr euch für einen Teil kaufen könnt, sollt, Sprungmarken und so weiter unten am Start und auch andere Videos. Ist kein Review hier, ja, aber Reviews zu den einzelnen Geräten habe ich auch am Start. Schaut unten in die Videobeschreibung. Da ist alles verlinkt. Da könnt ihr alles gucken, was es zu diesen Geräten, was ich zu diesen Geräten gemacht habe und vielleicht dann noch das ein oder andere lustige Video von mir. Deswegen nach dem Intro hier geht's los. Bleibt dran. Es ist angerichtet. Ich habe jetzt fast jedes aktuelle zu habende Poco-Gerät am Start. Was ich nicht mehr hier habe, ist das Poco M3 Normal. Das würde hier noch hinpassen. Ich habe das ja leistungstechnisch und preistechnisch etwas aufsteigend hier euch präsentiert. Das M3 würde hier an der Stelle noch sein. Aber lasst es euch gesagt sein, ich habe zu allen diesen Geräten sowieso schon ein Review draußen und mehrere Videos. Und zu dem M3 hatte ich auch schon mehrere Videos, unter anderem auch ein Review. Könnt ihr unter meinem Video schauen, in der Videobeschreibung oder hier oben im i. Da verstecke ich euch das manchmal oder auch im Abspann. Deswegen es lohnt sich, bis zum Ende durchzugucken. Pro-Marken habe ich auch wieder am Start. Es sollen jetzt keine Reviews hier dazu werden. Es sind lediglich eine kleine Vergleich- und Kaufberatung für euch, damit ihr am Ende, wenn ihr sagt, es muss ein Poco-Gerät sein, welches nehme ich für mein Portemonnaie? Was passt zu mir? Wo lege ich da den Wert? Oder wo lege ich da den Fokus drauf? Xiaomi haut Geräte auf den Markt. Ich habe es im Intro wieder, jetzt habe ich schon wieder Xiaomi gesagt. Natürlich ist das Poco. Ja, die wollen ja nicht zu Xiaomi gehören, obwohl überall da hier Poco, designed by Poco, hier designed by Poco, Poco, alles Poco. Und dann steht hier im Kleingedruckten Made in China, hier Xiaomi Communications. Die Netzteile sind alle Xiaomi gebrandet. Das sind reinrassige Xiaomi-Geräte. Poco versteht sich aber eher als die Marke für die Jugendlichen. Man verkauft seine Geräte lediglich online, bei Amazon zum Beispiel oder über den eigenen Poco.shop, also po.co.co. Ja, da kann man sich die Geräte dann auch online kaufen. Für mich im Xiaomi-Universum die interessantesten Geräte, weil ich eher so der Typ bin, ich verzichte ein bisschen auf Kamera-Performance, dafür mag ich aber Performance der Geräte. Und das sind von der Preisklasse hier, sag ich mal, unter 200 Euro bis knapp über 300 Euro. Was wir hier an Preisspanne haben, man könnte sagen von 160 bis 350. Also da ist für jeden Geldbeutel echt was dabei. Und preis-leistungstechnisch sind die im Moment am Start. Absolut, das ist der heiße Scheiß, den man braucht, wenn man nicht viel Geld ausgeben will und will ein preis-leistungstolles Gerät. Und da kommt man an denen hier meiner Meinung nach nicht vorbei. Ich finde sie auch teilweise schöner wie die Redmi-Geräte, die ja auch zu Xiaomi gehören. Egal, wieder zu viel geredet. Wir fangen an. Ich habe hier ganz links das Poco M3 Pro. Dann habe ich das X3 NFC, das gab es letztes Jahr schon, ist aber immer noch zu kaufen, offiziell bei Poco. Dann habe ich das Poco X3 Pro und dann habe ich das Poco F3. Wir gehen in Kategorien durch und zwar fangen wir an von außen. Materialien, Plastik, 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 Glas. Wir haben Rahmen, Plastik, 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 sehr wahrscheinlich Plastik, aber es könnte auch Aluminium sein mit einem Plastiküberzug. Vom Gefühl in der Hand sind die beiden NFC und Pros relativ gleich, die sind sehr schwer, die wiegen 215 Gramm. Beim Poco M3 Pro sind wir bei 190 Gramm und beim F3 sind wir bei 196 Gramm. Die beiden äußeren sind die moderneren Geräte, auch von ihrer Formsprache her, halten sich auch dementsprechend moderner, etwas leichter, etwas dünner in der Hand. Die beiden sind von außen, außer hier hinten, das ist ein bisschen deckungsgleich, sage ich mal. Und halten sich auch total gleich in der Hand, sind eher ein bisschen klotzigere Geräte. Nichtsdestotrotz ist in allen Fällen die Verarbeitung super. Und beim Poco M3 Pro, was das günstigste in dem ganzen Vergleich ist, fühlt sich es auch am günstigsten an. Der Plastikrahmen fühlt sich sehr plastikmäßig an. Aber es ist, wie gesagt, auch das dafür das günstigste Gerät. Das F3 wiederum fühlt sich fast schon Premium
in der Hand an. Was haben sie noch? Sie haben alle Kameras auf der Rückseite. Zu denen kommen wir aber gleich. Jetzt drehe ich die Teile mal um. Von vorne, jetzt haben wir die Displays. Wir haben IPS, 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 AMOLED. Ihr seht es auch hier schon, ist ein Always-On-Display verbaut. Das haben die anderen nicht. Die zwei in der Mitte haben noch eine Benachrichtigungs-LED hier oben. Das hat das M3 Pro, soweit ich das gesehen habe, nicht. Nicht nur, dass die also IPS und AMOLED den Unterschied haben. Hier beim M3 Pro haben wir 90 Hertz, 120, 120, 120. Das heißt, das M3 Pro ist das einzige mit 90 Hertz. Der kleine Bruder des M3 hat sogar nur 60 Hertz und auch IPS. Nicht so geiles IPS, bessere IPS-Displays bei den beiden hier. AMOLED, was super schön ist, gefällt mir sehr, sehr gut, ist in meinen Augen, auch wenn ich jetzt schon überall mal gehört, oder was heißt überall, wenn ich jetzt schon das öftere Mal gehört habe, das wäre ein minderwertiges Display und in den ganzen Foren und ganz ehrlich, also in meiner Nutzung ist das ein super tolles Display, gefällt mir richtig, richtig gut. Diagonalen, 6,5, 6,67, 6,67, 6,67. Die Xiaomi-Größe. Die 6,5 sind dadurch ein bisschen kleiner, ein bisschen handlicher. Das vom Display her. Side-mounted Fingerprint Reader, also an der Seite ein Fingerabdrucksensor, der gerade rumzickt. Ich mache sie mal an alle. So, jetzt habe ich die Teile alle angepowert. Alle haben einen an der Seite angebrachten Fingerabdrucksensor, wobei der vom Poco F3 der modernste an der ganzen Geschichte ist und auch mit Abstand am schnellsten entsperrt. Mag auch an der etwas besseren Hardware liegen. Jetzt haben wir sie alle vor uns liegen und alle haben MIUI, aber in verschiedenen Varianten. Das ist ganz interessant. Gucken wir jetzt gleich. Und jetzt seht ihr auch hier schon ganz klar die Unterschiede beim Display, wie viel heller das AMOLED-Display wird im Vergleich zu dem hier. Das ist mit Abstand vom Auge her das dunkelste. Mal gucken hier, der wirkt sogar das vom NFC noch heller als das vom X3 Pro, aber das sollte eigentlich das gleiche Panel sein. Kann auch sein, dass es der Winkel ist, wo ich drauf gucke. Die beiden hier sind genau gleich, was das Display angeht. 120 Hertz, hier wie gesagt 90 und hier auch 120 Hertz. Ihr seht, das M3 hat ein dickes Kinn, das X3 NFC und das X3 Pro ebenfalls das gleiche. Und beim F3 wirkt es viel, viel schlanker, ja, und moderner. Ein kleines Kinn hat es trotzdem, aber das wirkt auch absolut das modernste Gerät. Auch die Punchhole ist kleiner, hat keine Lichthöfe und so weiter, um die Notches hier rum, um die Lochnotchen und so weiter. Jetzt gucken wir mal die Software über das Telefon. Und jetzt ist interessant, das X3 Pro und das F3 haben schon die neueste Variante 12.5. 12.5.1. Interessanterweise hier noch mit dem Sicherheitspatch vom 1.4. Aber 12.5.1 und beim X3 Pro vom 1. Mai. Dann haben wir hier 1. Mai, aber noch 12.0.8. Noch die alte Software quasi. Und hier haben wir 12.0.5 mit 1.4. Warum man das alles so unterschiedlich macht, vielleicht will man jetzt auf die Hardware in Detail eingehen, auch beim Update. Kommt immer so ein Update-Text und dann stand so, ich übersetze es mal relativ frei, wir wollen für jedes Gerät das Update bringen und wollen es auf das Gerät speziell zugeschnitten machen, deswegen kommen die unterschiedlich. Von den Farben natürlich geht nichts über das AMOLED-Display, die anderen beiden in der Mitte, die sind noch okay. Das vom M3 stinkt am allermeisten dagegen ab. So viel zum Thema Display. Für die, die es interessiert und meinen Review noch nicht gesehen haben, das F3 hat kein DC-Dimming, das heißt flackerndes AMOLED-Display, man sieht es ja so nicht, aber es gibt Leute, die reagieren auf sowas, auf so flackernde Displays, die nehmen das ganz sensibel wahr und die kriegen dann Kopfschmerzen und sowas. Seid also gewarnt, es gibt kein DC-Dimming, bei den IPS-Displays ist das sowieso gar kein Problem. Jetzt, da wir die Geräte hier liegen haben, ich habe die Geräte quasi fast alle in der Basisvariante des NFC, das hat mir der liebe Stefan vom Kanal Kleckstech unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal gucken. Er hat mir das ausgeliehen. Das ist die etwas aufgespecktere Variante. Die hat schon 128 GB internen Speicher. Die anderen drei sind alle in Basiskonfiguration. Das ist bei dem M3 ist der Dimensity 700 drin mit 4 GB RAM. Beim NFC ist der 732G von Qualcomm drin. Octa-Core mit 6 GB RAM. Im X3 Pro, alter Falter, ist, also die ganzen Namen, ne? Ist der Qualcomm Snapdragon 860 verbaut. Das ist der umgebrandete 855 Plus High-End von vor 2 Jahren. Und im F3 ist der 870 am Start. Das ist der High-End von letztem Jahr umgebrandet. Und der macht richtig Dampf. Aber auch der 860 macht schon richtig Dampf. Im Alltag, ich brauche jetzt hier nicht herumwischen und Geschwindigkeitsvergleiche machen, sind die beiden Geräte outstanding schnell. Und das F3 natürlich auch das schnellste. Das 732er gönnt sich als mal noch so ein bisschen eine Sekunde. Und hier beim 700er auch. Wobei, da stört es mich gar nicht aufgrund des Preises. Hier stört es mich auch nicht unbedingt. Aber zu den Preisen kommen wir nochmal. Das wird noch ganz interessant. Aber die beiden sind auch Gaming-Biester. Genshin Impact in höchsten Einstellungen laufen. Wobei das im F3 noch viel besser läuft, oder? Das heißt, viel besser, aber noch besser läuft als im X3 Pro. Und im X3 NFC ist man eher so mittelmäßig unterwegs von den Einstellungen her. Aber es läuft
angenehm. Und selbst hier, da war ich ein bisschen überrascht, mit dem 700er läuft es auch angenehm. Also da will ich mich nicht beschweren mit dem 700, mit dem Dimensity 700. In mittlerer Einstellung ist es spielbar. Absolut. Im Alltag machen alle vier einen echt tollen Eindruck, wobei das F3 immer da nochmal am schnellsten ist, die Apps schneller lädt, auch die großen Apps schnell lädt und. Also Performance natürlich, das teuerste ist in dem Fall auch das beste, aber das X3 Pro braucht sich da gar nicht zu verstecken. Absolut. Was auch alle gemeinsam haben, ich kann es euch hier bei dem nochmal zeigen, da geben sie sich alle nicht viel. Die haben alle den Poco Launcher drauf, der ist auch gleichbedeutend mit jede Menge Bloatware, jede Menge Schrott und Shit, den man da drauf packt. Okay, so muss man sich auch irgendwo den günstigen Preis auch holen. Ne? Ich habe nicht viel installiert drauf, aber da sind dann so Sachen wie, keine Ahnung, hier Lords oder wie das heißt, das komische Spiel da und Netflix ist schon vorinstalliert. Gut, okay, wenn man das braucht, TikTok ist schon am Start. Also da ist Bloatware vorinstalliert, aber ist nicht schlimm. Könnt ihr ja hergehen und könnt die deinstallieren, also alles cool. Nochmal ganz kurz, bevor ich dann zum nächsten Punkt gehe. Der Speicher. Wir haben in den beiden Fällen hier X3 Pro und F3 haben wir den schnellen 3.1 Speicher schon. Den schnellen 128 GB 3.1 Speicher. In den Fällen ist es ja langsamer. 2.1 beim NFC und 2.2 beim M3 Pro. Na, das nur mal ganz kurz weg. Jetzt kommen wir mal kurz zu den Lautsprechern. Single Lautsprecher, Stereo, Stereo, Stereo. Die beiden X3s hören sich ziemlich gleich an. Das M3 stinkt da ab, hat einen Single, der aber relativ laut wird. Und das F3 hat mit Abstand von denen, die hier auf dem Tisch liegen, die besten Lautsprecher. Die sind Dolby Atmos fähig. Man kann da in den Einstellungen rumtweaken, kann nochmal einen besseren Sound rausholen. Faktisch sind es die schönsten und machen beim Schauen von Inhalten, hier Videos schauen und so weiter, am meisten Spaß. Die besten Lautsprecher hier auf dem Tisch. So, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz auf die Akkus zu sprechen. Wir haben hier beim M3 Pro einen 5000 mAh Akku, die beiden X3s haben 5160 mAh und das F3 hat 4520, hat den kleinsten Akku und ich würde auch sagen die kleinste Laufzeit von allen. Ungefähr eine Stunde, was es weniger läuft als die beiden NFCs und aber auch das M3 Pro. Ja, das ist ein bisschen schade, aber die ist die stärkere Hardware drin und der kleinere Akku und das hellere Display, das zieht dann schon, also das war okay, ich kam bei mir durch den Tag, ihr wisst, 9 Uhr morgens abziehen, muss bis 19.30 Uhr halten, Haufen WhatsApp schreiben, 1,5 Stunden streamen, Haufen E-Mails und telefonieren dabei und dann ist viel an das Display noch viel hell. Gerade bei denen hier, da sind die Displays ja eher so dunkel, beim F3 geht es einigermaßen, ja, mit der Displayhelligkeit, also die ist sehr gut sogar, ja, also da brauche ich nicht immer volle Suppe, bei den anderen dreien schon. Gerade hier das M3 da, aber da viel oft, weil ich oft draußen bin bei Sonnenlicht und das, da habe ich immer volle Möhre aufgeschöpft und ja, da zieht es schon in den Akkus und da ist das F3 nicht so geil wie die anderen. Geladen werden alle drei mit 33 Watt, das M3 nur mit 18 Watt, das M3 Pro und der kleine Bruder M3, der dann hier noch liegen würde, auch nur mit 18 Watt. Wie gesagt, das nehme ich ein bisschen raus aus der Bewertung, weil ich es nicht mehr da habe. Könnt ihr aber auch mal schauen, das ist nochmal eine ganze Ecke günstiger, das kostet nochmal 20, 30 wahrscheinlich weniger wie das M3 Pro. Das zum Thema Akku. Die können alle nicht Wireless Charging und so, ne? Also 33 Watt, da sind die auch relativ schnell voll, in einer Stunde ungefähr. Das F3 ein bisschen weniger, weil kleinerer Akku. Das Poco so 90 Minuten ungefähr. Schauen wir uns mal die Kameras an. Ich sage es vorweg, keines dieser Geräte ist ein Kamerawunder. Soll es auch nicht, die Teile sollen gamen können für kleines Geld. Selbst das M3 Pro mit seinem 700er Dimensity kann das relativ gut für das Geld. Aber Kamera, Smartphones sind es nicht. Die großen Unterschiede sind, dass das M3 Pro keine Ultra-Weitwinkellinse hat, sondern nur einen 48 Megapixel normalen Sensor und dann diese zwei Trash-Sensoren. Bei den X3ern ist das wieder ein bisschen anders. Die haben normale Linse und Ultra-Weitwinkellinse, wobei das NFC sogar eine 64 Megapixel normale Linse hat, eine 13 Megapixel Ultra-Weitlinse hat und dann nochmal Tiefenschärfe und Makrosensor. Und hier haben wir beim Pro 48 Megapixel normal, 8 Megapixel ultraweit, also eigentlich schlechter. Und dann auch noch hier Tiefenschärfe und Gedeets. Das F3 ist da so ein bisschen außen vor. Das hat auch einen 48 Megapixel Sensor. Und dann hat es noch eine Weitwinkel mit 8 Megapixeln, also vom Grundsatz her so ähnlich wie das hier. Hat dann nur noch ein Makroobjektiv, aber dafür dann kein Tiefenschärfe-Sensor. Und das Makroobjektiv hat 5 Megapixel im Vergleich zu den anderen, die haben nur 2. Also Hauptunterschied ist, die teureren drei können Weitwinkel und
das günstigste nicht. Auf der Vorderseite sind die Kameras fast alle gleich. Da haben die teuren 320 Megapixel und das günstigste M3 Pro nur 8 Megapixel. Von den Fotos her gefallen mir die vom F3 eigentlich noch fast mit denen vom NFC fast noch am besten, wobei das F3 mir eigentlich fast noch besser gefällt. Ich kann 4K aufnehmen, das M3 Pro nicht. 4K 30, Vorderseite immer nur 1080p und hier 1080p mit 60 Frames, die anderen beiden nur 1080p mit 30 Frames und das M3 Pro nur 1080p 30 Frames und auch hinten nur 1080p 30 Frames. Das ist ein bisschen schade. Ja, das hätte ich mir dann gewünscht, dass man da das vielleicht noch gekonnt hätte. Aber ey, das sind nur Schnappschusskameras. Wir sind dazu zu günstig, um dass man hier Monsterkameras haben könnte. Das sind alles nur Schnappschusskameras, wobei die vom M3 da auch M3 Pro und auch vom normalen M3, da hat mir die Kamera auch nicht gefallen. Die stinken ab. Die sind schon verwendbar. Würde ich auch mit in Urlaub nehmen, ganz ehrlich. Ich bin da ja auch nicht so anspruchsvoll. Aber die vom F3, die gefallen mir da die Bilder noch am besten. Ich habe zu allen Handys ein Review gemacht. Schaut euch da die Bilder an. Ich habe jetzt keine Beispielfotos für euch. Das wäre ganz schöner Hassel, das alles da zu machen. Ja, aber schaut euch gerne meine Reviews an. Da habe ich dann Bilder gemacht. Ich habe auch das Poco F3 zum Beispiel mit dem Mi 11 verglichen, mit dem normalen Mi 11. Und da habe ich auch die Kameras verglichen. Da könnt ihr auch nochmal gucken. Also wenn ihr da mehr Bilder sehen wollt, schaut gerne auf meinem Kanal rum. Jetzt die letzte Kategorie, wo ich die Konnektivität anspreche und all das, was ich eventuell vergessen habe. Die größten Unterschiede der vier hier, das teuerste und das günstigste, das Poco M3 Pro und das F3, können 5G. Die X3er nicht. Die können kein 5G. Der RAM habe ich schon gesagt, 4 GB 666. Aber was viel interessanter ist, wir haben in allen Fällen Bluetooth 5, beim Pro nur 5.0, die anderen alle 5.1. Wir haben beim F3 haben wir sogar WLAN 6, also Wi-Fi 6, nicht nur AC, die anderen können alle AC. Wir haben in allen Fällen diesen wunderschönen Infrarotport, den Xiaomi Poco immer in seine Geräte einbaut, um Setup-Boxen und Fernseher zu steuern. Und alles andere, elektronische Mixer, keine Ahnung, was ihr da mit Infrarotport alles steuern könnt. Und wir haben in allen Fällen, und das ist wirklich gut, NFC. Selbst bei dem günstigsten haben wir NFC. Das M3, meine ich, hat das nicht. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das hat auf jeden Fall NFC und das finde ich klasse. Wir haben natürlich kein IP-Rating oder dergleichen und auch kein Wireless Charging und sowas. Dafür sind die Geräte einfach zu günstig und da musste man den Rotstift ansetzen. Erwarte ich aber auch in der Klasse nicht. Vielleicht beim F3, ja, so ein bisschen in die Richtung. Aber ja, nee, das würde dann sonst zu weit führen. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber ich denke nicht. Ach so, was vielleicht noch ganz interessant ist, nicht nur die Bildwiederholrate 90, 120, 120, 120, sondern auch die Abtastrate, wenn es ums Gamen geht, liegt beim M3, weiß ich es gar nicht, aber ich meine, es wären 180 Hertz, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber bei den X3ern ist es 240 Hertz und beim F3 360 Hertz. Das heißt, 360 Mal in der Sekunde, wenn ich drücke, taste das ab. Das bei schnellen Richtungswechseln, bei so Shootern, ist das ganz cool. Ja, da unterscheiden sie sich auch noch so ein bisschen. Und was das Gorilla Glass angeht, ja, das müsste Gorilla Glass 5 beim M3 Pro sein. Beim NFC ist es auch Gorilla Glass 5. Auf der Vorderseite natürlich, hinten ist alles Plastik. Beim X3 Pro sogar Gorilla Glass 6 und beim F3 Gorilla Glass 5. Und das Display des M3 Pro ist auch nicht HDR zertifiziert, HDR 10 fähig. Die X3er sind HDR 10 fähig und das F3 sogar HDR 10 Plus fähig. Also das ist da auch nochmal der Unterschied. Meine Güte, ein Haufen Zeug. Jetzt mein Fazit. Was kaufen, wie, wo, was? Natürlich ist das F3 das geilste Gerät von allen und das ist eher schon auch so ein Gerät, wo ich sage, das geht sogar. Ich habe Kommentare unter meinen Videos gehört, da stand drin, ja, das kann man aber nur als Zweit-Smartphone benutzen. Okay, wenn ihr immer 1200 Euro ausgeben wollt für ein Smartphone, dann tut das. Da habt ihr die besten Kameras, die beste Hardware, alles das Beste. Aber für das, was das kostet, nämlich ein Viertel des Preises, ist das nicht viermal so schlecht. Und meiner Meinung nach, ich bin halt so ein Typ, der so geil ist auf Deals und auf Preis-Leistung. Und da ist das bombastisch gut. Ich für meinen Teil, was die Performance angeht, und ich bin da verwöhnt, brauche nicht mehr wie ein F3 und auch eventuell wie ein X3. Und selbst das Display ist schön, das macht natürlich um einiges mehr Spaß als auf den anderen LCD-Displays hier, also LC-Displays, zu gucken und zu konsumieren. Das heißt, wenn ihr auf ein AMOLED Wert legt und seid im Poco-Kosmos, dann geht an dem F3 nichts vorbei. Ist das schönste Display und geilste Ding. Wenn ihr jetzt aber sagt, na, so viel Geld habe ich nicht, ich will aber trotzdem alles zocken,
dann schaut mal euch das X3 an. Das NFC ist im Moment in meinen Augen nicht mehr so zu empfehlen. Ganz einfach, das X3 Pro kriegt ihr für mittlerweile, ich habe auch einen Vergleich zwischen den beiden gemacht, der ist schon einen Ticken her. Da könnt ihr da auch nochmal schauen, wo da der Hauptunterschied zwischen den beiden ist. Aber das X3 Pro kriegt ihr im Moment wieder in der kleinen Variante für 200 Euro zum Early Bird Preis. Und das NFC liegt immer noch so bei 190 Euro oder 180 Euro. Und ganz ehrlich, 20 Euro Aufpreis würde ich auf jeden Fall investieren. Also fällt bei mir das NFC raus, wenn es um die Entscheidung der beiden geht. Das hier vorne, das M3 Pro, kostet auch 190 bis 200, der Early Bird war 160, das ist natürlich geil. Aber aktuell 190, 200 Euro in der kleinsten Variante. Dann habe ich nur 4 GB und 64 GB. Will ich auf deren Niveau, dann bin ich bei 230 Euro. Und 230 Euro, beziehungsweise wenn es vielleicht ein bisschen günstiger, 210, 220, bin ich ja fast mit dem hier teurer als da. Ja, ich weiß, die zwei können, oder das X3 kann kein 5G. Und ich für meinen Teil brauche auch kein 5G. Ja, und wenn ihr kein 5G braucht, dann ist das auch keine gute Wahl, ja, das M3 Pro im Vergleich zum X3 Pro. Weil das bietet so viel mehr Leistung und 120 Hertz anstatt 90 und das bessere Display, auch wenn es LCE ist. Die Performance ist wesentlich besser. Okay, es ist ein bisschen schwerer in der Hand und es ist ein bisschen kräftiger auch in der Hand. Es ist dicker, es ist breiter, es ist wuchtiger in der Hand. Dafür lädt es aber auch mit 33 Watt. Also, weil wenn es um die Deals geht, ist das NFC aktuell aufgrund des Preises, kostet relativ gleich viel, nicht so cool. Hier sind wir bei so 320, das ist auch so ein bisschen unterhalb des regulären 53er Preises. Eventuell kriegt man es auch wieder für Early Bird 300 Euro. Ja, da ist das eine Überlegung wert, aber das sind dann schon wieder, sage ich mal, ein 100er mehr. Den muss man wollen, wenn man das AMOLED-Display mag. Aber ich sag mal, die zwei hier, also NFC ist raus. Das tun wir jetzt weg. So, bleiben noch die drei im Rennen. Wenn ich überhaupt kein Geld habe und brauche unbedingt 5G, dann das. Aber ansonsten ist das in meinen Augen auch relativ raus, weil es kostet das Gleiche und da kann das einfach viel mehr. Also ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht noch mehr verwirrt, als es eh schon ist. Das für die absoluten Enthusiasten schon fast, was die Performance angeht. Das für alle, die alles spielen wollen, aber nicht viel Kohle am Start haben. Und das für die, die eigentlich nur 5G wollen, aber keine 300 Euro ausgeben wollen, weil es das günstigste 5G-Smartphone ist. Aber auch nur dann, ansonsten seid ihr mit den anderen zwei besser bedient. Ich hoffe, ich habe euch nicht mehr verwirrt. Vielen Dank, dass ihr mein Video geschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Lasst doch gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Schaut mal unten in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch den ganzen Kram, was ihr alles noch schauen könnt an Videos von mir, die da eventuell dazu passen und für euch interessant sein sollten. Und dann vielen Dank, dass ihr es bis hierhin geschaut habt. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt bitte gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.